Hallo ihr Lieben, hier ist Jessica. Willkommen zurück zu einem neuen Video. Bei dem Titel werdet ihr denken, hatte sie nicht schon mal ein Video zu den Karandash Luminens? Ja, hatte ich. Aber habe ich es rausgenommen? Ja, auch das habe ich. Nach einigen Jahren habe ich mich entschieden, ein paar Videos zu ersetzen bzw. neu aufzunehmen und die Karandash Luminens ist eins dieser Videos. Deswegen, lasst uns starten. Vielleicht weiß ich jetzt mehr, als ich damals wusste, beziehungsweise kann euch ein paar neue Sachen erzählen, die ich über die Jahre mit diesen Stiften gelernt habe. Die Karandash Luminens sind Stifte, die aus der Schweiz kommen. Ich weiß, manche Schweizer werden mich wahrscheinlich für die Aussprache lynchen wollen, aber so spreche ich nun mal und ich habe keine Ahnung, wie es richtig betont wird. Die Setgrößen sind 12, 20, wobei es noch einmal ein 20er Porträtset gibt, 40, 76 und 100. Das 76er und 100 Set sind in einem Holzkoffer nochmal separat zu erwerben. Karandash hatte bisher immer nur 76 Farben. 2020, meine ich, sind eben die 24 Farben dazugekommen. Leider war kein wirkliches Ergänzungsset da oder kein vollständiges Set, sondern es kam das 20er Porträtset und vier Stifte, die man eben separat erwerben musste. Dann kam der 100er Holzkoffer raus und mittlerweile gibt es auch die Pappschachtel, die normal für Karandash Luminens sind, eben auch als 100er Set zu erwerben. Ich werde alle Sets, die ich irgendwie finden kann, unten in der Infobox verlinken, sodass ihr dort auch die aktuellen Preise nachschauen könnt. Die variieren nämlich je nachdem, wie die wirtschaftliche Lage ist. Ein einzelner Stift kostet so circa 3 Euro. Also schon ein bisschen auf der teureren Seite. Aber kommen wir erstmal zu den technischen Details bei diesem Stift. Also die Mine ist aus einer Mischung aus Öl und Wachs. Allerdings überwiegt der Wachsanteil. Der Durchmesser der Mine beträgt 3,8 mm und das Holz besteht aus kalifornischem Zedernholz, das umweltbewusst abgebaut wurde. Die Beschriftung an den Stiften ist unterschiedlich. Die neueren Stifte, also die 24 zusätzlichen Stifte, haben einen weißen Aufdruck. Das alte Set, also die 76 Stifte, die es schon vorher gab, haben einen silbernen Aufdruck. Und ich muss sagen, ich bevorzuge den weißen Aufdruck. Erstens, weil der Name eben viel besser lesbar ist und zweitens geht der silberne Aufdruck mit der Zeit eben ein bisschen ab, was mich bei so teuren Stiften schon ein bisschen ärgert. Die Farbmarkierung am Ende des Stiftes stimmt sehr gut mit der Mine überein. Deswegen sollte man sich trotzdem eine Farbtabelle anlegen, kann aber sehr gut am Ende des Stiftes erkennen, zu welcher Farbe man gerade greift. Die Luminens sind gerade bei Künstlern sehr, sehr beliebt, einfach weil die Lichtbeständigkeit auch so hoch ist. Gerade wenn man Stunden an einem Werk sitzt und es auch verkauft, würde man sich ja ärgern, wenn schon nach 5 Jahren, nach 10 Jahren die Farben so sehr verblasst sind, dass man eben sein Geld quasi zum Fenster rausgeworfen hat. Es gibt unterschiedlich offizielle Testmethoden bzw. Verifizierungen, die für diese Lichtbeständigkeit benutzt werden können. Hier bei den Luminens wurde die ASTM, die American Society of Testing Materials, zum Testen dieser Stifte beauftragt. Und es gibt dort 3 verschiedene Einstufungen, LF1, LF2 und LF3. LF1 heißt, dass die Stifte mehr als 100 Jahre unter Museumskondition halten, beziehungsweise dass das Bild bis dahin nicht verblasst. Museumskondition heißen, dass das Bild eben nicht im direkten Sonnenlicht steht und hinter einem UV-beschützenden Glas. Und bei den Karandash Luminens sind 80 Stifte, die unter LF1 fallen, das heißt über 100 Jahre unter Museumskondition, und 20 Stifte, die unter LF2 fallen, das sind 50 bis 100 Jahre unter Museumskondition, und es gibt keinen Stift, der unter LF3 fällt. Und jetzt zu meiner persönlichen Meinung zu der Performance dieser Stifte.
Ich habe schon sehr, sehr viele Stifte getestet und habe die Carandage Luminance jetzt auch schon ein bisschen länger und damit auch schon ein bisschen länger im Gebrauch. Und ich muss sagen, ich liebe die Farben. Ich liebe die Farbauswahl der Luminance. Es sind einfach die Farben, die ich auch gerne zum Malen benutze. Jeder hat ja irgendwie sein Farbschema, zu dem er gerne greift. Und ich liebe die Farben der Luminance so, so sehr. Es sind helle Farben, es sind wirklich farbkräftige Farben, es sind ein paar gedecktere Farben dabei, es sind echt schöne Erd- und Grüntöne dabei. Also irgendwie total meine Farbpalette von vorne bis hinten. Das Einzige, was ich sagen muss, warum ich so wenig zu diesen Stiften greife, ist die Konsistenz der Mine. Da ich hauptsächlich in Malbüchern male, muss ich bei diesen Stiften wirklich, wenn ich sie benutzen möchte, ein Bild aus einem Malbuch aussuchen, das kompatibel ist mit diesen Stiften. Ich habe gemerkt, dass nicht jedes Malbuch geeignet ist und ich oft auch ein bisschen kämpfen muss und sogar Probleme habe und sogar lieber zu den günstigeren Stiften greifen würde, wie zum Beispiel die Castle Arts. Einfach weil ich in den Malbüchern damit besser klarkomme und auch mehr schichten kann. Und das ist schon etwas enttäuschend, gerade bei so teuren Stiften. Ich weiß, jeder hat seine andere Maltechnik, jeder hat andere Malbücher, deswegen ist das meine eigene Meinung, beziehungsweise das, ja, was ich gelernt habe über die Jahre. Ich finde zum Beispiel, dass die Malbücher von Maria Trolle super mit den Carandage Luminance arbeiten. Allerdings mag ich die Stifte nicht so gerne in den Joanna Bessford Malbüchern, beziehungsweise in dem Malbuch, das ich jetzt gerade benutze von Hannah Carlson, Daydreams. Ich komme gut mit ihnen klar, gerade wenn man burnisht. Allerdings ist es für mich schwer, mit ihnen zu schichten, beziehungsweise mehrere Schichten aufzubauen. Im Gegensatz dazu verwende ich die Stifte total gerne auf Amazon Basic Kopierpapier. Frag mich nicht warum, aber irgendwie harmonieren die Stifte mit dem billigen Kopierpapier und natürlich anderes Künstlerpapier, das ich zu Hause habe. Vom Malgefühl her fühlen sie sich ein bisschen an wie die Prismacolors, allerdings nicht so weich und butterig. Das stört ja viele, dass die Prismacolors so cremig sind. Teilweise wird es sogar negativ als schmierig bezeichnet. Ich mag es persönlich, weil die Farben der Prismacolors wirklich ineinander gleichen. Die Luminance fühlen sich im Gegensatz dazu ein bisschen trockener an, ein bisschen rauer an. Allerdings kann man auf dem richtigen Papier wunderschön mit ihnen mehrere Farbschichten aufbauen. Und wie ihr in meinem Farbbeispiel auch seht, kann man damit wirklich wild malen und trotzdem kriegt man einen glatten Hintergrund. Und ich frage mich jedes Mal, wie geht das? Aber diese Stifte arbeiten so gut auf dem Papier und ja, lassen sich auch so gut verarbeiten, nachdem die Farbe schon auf dem Papier ist, dass ich alle Striche, die ich in kreuz und querer Richtung gemacht habe, immer wieder rausarbeiten kann. Das, meine Damen und Herren, ist der Unterschied zwischen teuren und günstigen Stiften. Bei günstigen Stiften könnte ich dieses kreuz und quere Schraffieren und diese etwas dolleren Linien hinterher nur noch sehr, sehr schwer bzw. gar nicht korrigieren. Bei teureren Stiften kann man auch noch das Pigment, das auf dem Papier ist, im Nachhinein gut bearbeiten bzw. überkaschieren, weil sich die Pigmente eben noch bewegen lassen bzw. die Farben ja, mischen sich quasi von selbst auf dem Papier. Anders kann man es nicht beschreiben. Auch wenn die Luminance nicht so weich sind wie die Prismacolors, sind sie auch nicht so hart wie die Polychromos. Man kann es sehr, sehr schlecht beschreiben. Es ist ein wirklich interessantes Malgefühl mit den Luminance und auch schwer in eine Schublade zu stecken, weil ich bisher keinen Stift in der Hand hatte, der die Textur der Luminance hatte. Selbst die Derwent Drawing oder die Derwent Light Fast oder die Derwent Color Soft fühlen sich alle ein bisschen anders an. Aber ich muss sagen,
dass sie für mich vom Gefühl wirklich ein bisschen wie die Derwent Color Soft sind, aber ein bisschen cremiger, nicht so cremig wie die Luminance. Trotzdem halten sie gut die Mine, aber nicht so hart wie die Polychromos, obwohl man mit ihnen auch gut Details malen kann. Also ich hoffe, ihr könnt mit dieser Beschreibung ein bisschen einordnen, wo für euch diese Stifte liegen. Jeder hat ein unterschiedliches Malgefühl, jeder hat einen unterschiedlichen Geschmack. Ich hoffe, dass ich mit solchen Erklärungen es ein bisschen einordnen kann, falls ihr die Luminance noch gar nicht in der Hand hattet, aber die anderen Stifte vielleicht schon kennt. Was ich auch immer empfehle, bevor ihr euch das große Set holt oder eins der größeren Sets, holt euch ein paar Einzelstifte. Am besten eine Farbkombination, die gut zusammenpasst, wie ein Gelb, Orange, ein Rot oder ein Hellgrün und ein Dunkelgrün, ein helles Blau und ein dunkles Blau, ein helles Lila, ein dunkles Lila. Das sind so verschiedene Farbgruppen, womit ihr trotzdem ja ein Bild malen könnt, aber wo ihr den Stift auch einschätzen könnt, weil jedes Pigment arbeitet in einer anderen Farbgruppe auch anders. Zum Beispiel sind die Gelbtöne meistens weicher, die Lilatöne immer ein bisschen härter. Deswegen würde ich euch immer raten, nicht nur zwei Stifte zu holen, sondern ein, zwei Stifte aus jeder Farbgruppe, einfach damit ihr vielleicht ein ganzes Bild damit malen könnt, aber auch damit ihr wirklich ein weites Spektrum an Pigmenten habt und so einschätzen könnt, ob ihr die Stifte wirklich mögt oder nicht. Wie ihr in dem Test gesehen habt, kann man super einen Farbverdünner benutzen, um die Pigmente ineinander zu arbeiten und ein bisschen diesen wachsigen Glanz wegzubekommen. Dann kann man sogar, nachdem man Farbverdünner benutzt hat, das Pigment immer noch radieren. Auch das funktioniert sehr gut. Und auch diejenigen, die vielleicht mit einem Messer nochmal Details nacharbeiten, um zum Beispiel Fell zu imitieren etc. Auch das kann man bei den Stiften sehr, sehr gut machen. Jetzt kommt die Frage der Frage. Lohnen sich diese Stifte? Das ist zum Beispiel eine Frage, die jeder für sich selber beantworten muss, einfach weil die Geschmäcker so unterschiedlich sind und auch die Einsatzorte so, so unterschiedlich sind. Ich kann hier nur meine Meinung wiedergeben. Wie ich schon gesagt habe, liebe ich die Farbauswahl. Es sind exakt die Farben, die ich sehr, sehr gerne benutze, die ich häufig benutze. Ich mag auch den Farbauftrag, aber nur in bestimmten Büchern. Kämpfe eher in anderen Malbüchern damit, beziehungsweise auf anderem Papier mit den Stiften. Allerdings ist das für mich in Ordnung, weil ich eben einige Sets habe, auf die ich eben ausweichen kann. Ich denke, hätte ich diesen Luxus nicht, würde ich mir das Set auch nicht kaufen. Einfach weil dadurch, dass für mich die Stifte nicht auf jedem Papier funktionieren, ich eingeschränkt sein würde in der Benutzung der Stifte und mich auch nicht darauf freuen würde, diese Stifte zu benutzen. Ich finde es wirklich wichtig, dass man, wenn man eben ein Set, ein gutes Set kaufen möchte, die auch überall einsetzen kann. Auch mit den Prismacolors kann ich nicht in jedem Buch gleich gut malen, auch nicht mit dem Polychromos. Allerdings kann ich mit diesen Stifte-Sets mehr malen und habe weniger Probleme als mit den Caran d'Ache Luminance. Ich habe ca. 54 Einzelstifte und ein paar mehr auf dem Weg. Ich kaufe sie mir nach und nach zusammen und muss sagen, dass ich sie mir kaufe, einfach weil ich sie so mag. Von den Farben her, ich mag auch, wie sie malen auf dem richtigen Papier. Allerdings, wie gesagt, ich würde es nicht als Set empfehlen, wenn man eben nur die Chance auf ein gutes Set hat, wo man sein Geld reinstecken möchte. Ich empfehle euch, wenn ihr sie ausprobieren möchtet, wenn ihr genauso gerne Stifte testet wie ich, beziehungsweise neugierig seid, kauft euch ein paar Einzelstifte, aber investiert noch nicht in ein ganzes Set, ohne sicher zu sein, dass ihr gerne mit ihnen arbeitet. So, ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick geben mit ein paar Videos, mit ein paar Fotos und mit dem, was ich euch dazu erzählt habe. Wie gesagt, findet ihr die Links unten in der Infobox und wenn ihr neugierig seid, könnt ihr auch immer gerne Fragen stellen, das ist kein Problem. Ich brauche immer ein bisschen mit dem Antworten, aber ich antworte gerne.
Dann vielen Dank fürs Reinschauen und bis hoffentlich bald zum nächsten Video. Tschüss!